Ja, moin moin zusammen. Ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live hier auf meiner kleinen Baustelle für euch. An einem Samstag mit, naja, immer noch keinem Videotagebuch, aber ein paar Neuigkeiten. Ja, es ist ja tatsächlich hier um meine Baustelle jetzt in den letzten Wochen ein wenig ruhiger gewesen. Ja, das habt ihr mitbekommen, das tut mir auch wirklich leid. Der Punkt ist, ja, wir hatten halt hier Baustopp und durften hier rechtens nichts mehr machen. Ja. Und mir fehlte daraufhin auch so ein bisschen der Antrieb, jetzt irgendwelche anderen Dinge zu machen, wie aufzuräumen und sonst irgendwas. Habe ich einfach irgendwo keinen Bock drauf gehabt. So. Jetzt gibt es was Neues. Mittlerweile ist es ja schon über 8 Wochen her, dass wir den Baustopp bekommen haben. Ich habe dann ja den gewünschten Nachtrag zu meiner Baugenehmigung eingereicht. Dadurch ist die alte Baugenehmigung hinfällig geworden. Und ich musste jetzt auf die neue Baugenehmigung warten. Die ist aber jetzt endlich angekommen, ja, beziehungsweise ist noch nicht ganz da. Ich habe nachgefragt beim Bauern, weil so langsam wollte ich jetzt auch mal wissen, wie es denn jetzt und wann es denn jetzt mal weitergeht oder ob da noch irgendwas gefehlt hätte. Das wäre jetzt so sehr super GAU gewesen, dass die noch auf irgendein Dokument gewartet hätten, was ich vielleicht vergessen habe beim Einreichen oder so. Aber nein, alles gut. Tatsächlich, ich konnte jemanden erreichen auf dem Bauamt und heute Morgen ist es tatsächlich hochgeladen worden. Meine Baugenehmigung, ja, die wurde jetzt geändert. Ich habe das hier, ich habe auch schon direkt heute das Baustellenschild mitgebracht, ja. Das hatten wir vorher auch schon, haben es nur nie aufgehangen, weil wir ja noch keine Arbeiten hier gemacht haben. Vorher, also da ist jetzt ein Nachtrag hergekommen, und zwar meine Baugenehmigung war bisher immer Austausch und Anhebung des Daches. Einbaugiebelfenster, Änderung der Dachgauben, ja, weil die Dachgauben, das sind jetzt so Trapezgauben, da machen wir später dann diese ganz normalen Schleppgauben von. So, das war die bisherige Baugenehmigung. So, und was ist jetzt hinzugekommen durch diesen ganzen Änderungsantrag? Noch der folgende Satz. Statische Änderungen, Fundamentierung, Stahlbetonstütze zur Abfangung der Dachkonstruktion. Ja, so, das ist praktisch jetzt hinzugekommen. Jetzt haben wir eine neue Baugenehmigung. Jetzt könnte man ja sagen, ja super Fachwerker, dann kannst du ja direkt loslegen. Nein, so einfach geht das nicht. Wir haben jetzt ja nur die Baugenehmigung. Das bedeutet, ich muss natürlich nichtsdestotrotz vor dem Beginn der Bauarbeiten, was jetzt natürlich alles beinhaltet, also auch mein Unterfangen der Schwellen und so weiter. Jetzt ist ja praktisch jedes bisschen, was ich hier mache, ist jetzt in diesem neuen Bauantrag enthalten. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt die Baubeginnanzeige haben. Da ist so folgendes Problem. Die Baubeginnanzeige, die habe ich bereits gestellt. Allerdings auf den alten Bauantrag, wenn man so möchte, ja, ohne diesen Nachtrag. Und dieser Nachtrag hat jetzt eine neue Nummer. Das heißt, diese alte Baubeginnanzeige, die dürfte eigentlich nicht mehr gültig sein. Ich müsste eigentlich eine neue Baubeginnanzeige stellen. Und die muss man immer eine Woche vorher stellen, bevor man loslegt mit den Arbeiten. Sonst ist es eine sehr hohe Strafe, wenn man dann trotzdem schon vorher anfängt mit den Bauarbeiten, was ja hier, wie gesagt, jetzt alles um mehr wieder wäre. Und eine Baubeginnanzeige muss ja normalerweise das Bauamt auch zur Verfügung stellen mit den ganzen entsprechenden Aktenzeichen etc. pp. Und du füllst sie nur noch aus und schickst sie dann zurück, ne? So eine Art Formblatt. So, die ist allerdings jetzt nicht enthalten gewesen in den Dokumenten, die ich bisher bekommen habe. Keine Ahnung, entweder haben sie die vergessen oder ich brauche keine neue Baubeginnanzeige. So, das habe ich jetzt versucht zu klären, hat leider nicht mehr geklappt. Ich habe keinen mehr erreichen können, ist halt immer sehr schwierig. Ja? Und so, jetzt heißt es, da stehe ich jetzt in der Luft. Ich werde natürlich deswegen jetzt nicht anfangen, hier am Wochenende direkt schon wieder mit entsprechenden Bauarbeiten, weil das muss definitiv vorher geklärt werden. Weil, wie gesagt, ansonsten hohe Strafe und so weiter, ne? Das ist ja immer dann so eine Sache. Aber dadurch, dass natürlich jetzt endlich das Licht am Ende des Tunnels tatsächlich näher kommt, ja, und hoffentlich auch entsprechend schnell näher kommt, kann das natürlich bedeuten, dass ich vielleicht in der nächsten Woche dann die entsprechende Aussage dazu kriege. Das heißt, ist meine alte Baubeginnanzeige gültig? Darf ich mit dem Bauen anfangen oder muss ich eine neue Baubeginnanzeige stellen, die mir das Bauamt noch zur Verfügung zu stellen hat? Weiß ich dann aber, da muss ich gucken, weil das ist ärgerlich, weil, wie gesagt, eine Woche. Das heißt, wenn ich die im Laufe der nächsten Woche kriege, dürfte ich eigentlich nächsten Samstag auch noch keine Arbeiten durchführen. Ja, da geht dann wieder eine Woche ins Land. Dann hat die ganze Geschichte, glaube ich, summa summarum am Ende so etwa 10 Wochen gedauert. Ne? 10 Wochen Stillstand wegen diesen, naja, Kleinigkeiten will ich nicht sagen, aber eben wegen diesen ganzen Umständen. Ne? Jetzt muss ich natürlich auch mal sehen, Zimmermeister, nächste Ding ist ja jetzt hier unsere Fachwerkwende, dass der Zimmermeister auch Zeit hat, weil das ist jetzt ja nicht so, dass der jetzt auf meinen Anruf hier wartet hat. Ne? Da müssen wir jetzt auch sehen, dass wir das möglichst koordiniert hinbekommen, dass wir dann gleichzeitig dann die Baubeginnanzeige und wissen rechtlich, ja, wir dürfen jetzt weitermachen und eben
eben dann auch möglichst zeitnah dann auch weiterlegen. Da muss ich mal gucken in der nächsten Woche. Ich habe jetzt mal zugesehen. Ich werde jetzt mal natürlich gucken, dass ich jetzt folgenden Samstag ein bisschen was loslege hier, ne, mit meinem Kran schon mal jetzt in Betrieb machen. Jetzt habe ich vielleicht auch wieder Spaß daran, hier so ein bisschen aufzuräumen und alles wieder vorzubereiten, dass wir dann ja, mit den offiziellen Start dann auch so richtig offiziell auch wieder starten können. Ne? Naja. Mehr wollte ich euch eigentlich heute auch nicht sagen. Wie gesagt, Baugedöns kann ich euch heute immer noch nicht liefern. Aber wie gesagt, die, ja, die Bauanzeige, der Bauantrag ist durch. Ja? Ich habe mein Baustellenschild, das ist soweit alles erledigt. Ich hoffe mal, da kommt jetzt nicht noch irgendwas im Nachhinein, dass noch irgendwas auffällt. Jetzt vielleicht im Rahmen der Baubeginnanzeige, ne? So oh hoppala, da und da fehlt uns aber noch irgendwas. Das steht natürlich noch, das ist durchaus auch noch möglich. Aber da hoffe ich mal, dass das jetzt einfach mal nur funktioniert. Ne? Das wäre ja auch mal was. Ja? Und dann würde ich mal sehen, nächste Woche hänge ich dann feierlich hier mein Baustellenschild auf, vielleicht vorne an Bauzaun oder so, und seht da mal zu, dass ich alles soweit vorbereite. So, dann würde ich sagen, an der Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Ich danke euch natürlich auch fürs Durchhalten, ne, dass jetzt hier in den letzten Wochen nicht viel passiert ist. Aber hoffentlich können wir das jetzt dann in den nächsten kommenden Wochen wieder nachholen, wenn das Wetter auch wieder besser wird. Dass wir dann hier richtig zur Sache gehen können und dann möglichst schnell alles vorbereitet kriegen, dass wir hier endlich mal so richtig anfangen können, weil wir haben ja für dieses Jahr noch so einige Pläne. Na, so ist es ja nicht. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Wenn noch was sein sollte, haut das gerne in die Kommentare und ja, bis dann, schönes Wochenende noch und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao alle zusammen.